Wir sind zurück bei Manfred von Karstein, heute mit einer Sonderfolge, heute mit Manfred korrumpiert Kommentare, denn ich war so gerührt, dass wir so viele liebe, nette, warme und herzliche Kommentare unter Folge 100 hatten, unter unserer Jubiläumsfolge von Manfred von Karstein bei unserer legendären Kampagne. Und heute möchte ich mit euch einmal Nostalgie schwelgen und mit euch die alten Kommentare durchgehen von Folge 1 und einmal die Kommentare von Folge 100. Das ist, glaube ich, eine schöne Angelegenheit, wo ich mich sehr darauf freue. Es ist so schön, wie viele tolle Menschen hier zusammengekommen sind, wie viel wir gemeinsam erleben konnten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, was aus dieser Kampagne geworden ist. Wenn ihr Gameplay sehen wollt, dann seid ihr morgen wieder hier richtig, denn morgen gibt es hier wieder weiterhin Gameplay mit Manfred von Karstein. Ich wollte so eine Sonderfolge jetzt nicht mit Gameplay mischen, weil das vielleicht für die ein oder andere nicht ganz so interessant ist. Aber heute geht es tatsächlich nur um Kommentare und um einen Twist, welcher unser Gameplay zukünftig ein wenig beeinflussen wird. Schauen wir uns das einmal an. Und zwar starten wir hier ganz unten bei dem ersten Kommentar, der geschrieben wurde. Und das ist Milo Braun gewesen. Milo Braun, der erste Kommentar. Milo Braun hat es sogar geschafft in unsere Reihen. Er hat den Namen des ersten Kommandanten, den wir aufgestellt haben, bekommen. Es war ein Strigoi-Gulkönig. Und Milo Braun hat ihn dann entsprechend auch besetzt. Leider ist er gestorben. Er hat an der Unsterblichkeit gekratzt. Leider ist er gestorben. Und er ist aber verewigt worden. Für immer und ewig bleibt er bei uns in unserem Banner. Denn wir werden Milo Braun selbstverständlich niemals vergessen. Und vielen Dank, Milo, dass du vor 4 Monaten der Erste warst, der hier unter das Video kommentiert hat. Das ist wirklich cool. Milo Braun zu der Zeit wirklich ein regelmäßiger Gast bei uns. Denn ich hatte ja schon so ein paar Videos gemacht über Tote War Warhammer 3. Wir haben Infovideos gemacht. Ich hatte eine ganze Kampagne gespielt mit Zhao Ming, dem Eisendrachen. Nicht bei Immortal Empires, sondern Manfred kam dann ja zum Start von Immortal Empires, sondern bei der Realm of Chaos Kampagne. Und Milo Braun, ein sehr, sehr gern gesehener Gast. Sehr, sehr cool. Philipp Heil natürlich auch mit dabei gewesen, der gerade die Timestamps gelobt hat. Ja, das ist natürlich hin und wieder mal ein bisschen mehr Aufwand, aber ich glaube, es ist ganz cool, wenn man halt diese Zeitstempel hat und dann auch in der Lage ist, Sachen zu skippen, die einen nicht so interessieren. Ich will euch ja hier nicht irgendwie lange aufhalten oder das in die Länge ziehen, sondern jeder soll das sich anschauen, was er sehen möchte. Und wenn jemand Lust hat, wirklich alles zu sehen, von Anfang bis Ende, auch hier so ein Kommentare-Video, dann finde ich das super, super cool. Aber wenn jemand nur die Schlachten sehen will, dann soll er auch in der Lage sein, nur die Schlachten zu sehen. Oder wenn jemand die Schlachten nicht so spannend findet, dann soll er sich nur die Kampagnenteile anschauen. Ich glaube, das ist ein Luxus, den ich euch deshalb mitgebe, weil ich ihn selber häufiger mal vermisse und demnach finde ich es einfach schön, wenn wir uns so ein bisschen was zurückgeben können. Und Philipp Heil hat so ein bisschen auf die Mac-Version gewartet. Ja, mittlerweile kann er spielen. Sehr cool. Hasdrubal Barca hat einen ganz, ganz wichtigen Kommentar gegeben, der wirklich unsere Spielweise massiv beeinflusst hat, denn er hat uns aufgeklärt, dass Kevin von Leutstein nach einem CA-Mitarbeiter benannt wurde, der Kevin Lloyd hieß. Und er war ein Entwickler bei CA, der leider gestorben ist. Und so wollten die Entwickler ihn unsterblich machen im Spiel selber. Und deshalb haben wir Kevin von Leutstein bis heute nicht umbenannt. Das hätten wir gemacht, hätte Hasdrubal Barca das nicht gesagt. Denn ich habe in Folge 1 gesagt, hey, wer möchte diesen Namen tragen? Und dann war es natürlich ganz, ganz klar, dass unser Hasdrubal Barca dann den richtigen Anstoß gegeben hat, damit wir ihn nicht umbenannt haben, damit auch wir ihn und sein Lebenswerk in gewisser Weise vielleicht auch weitertragen können. Sehr, sehr schön gewesen. Hauptmann des LBZ, deine Stimme ist sehr angenehm. Ja, das ist mein Beitrag. Sehr schön. Sigmar Kriegerpriester, damals mit einem anderen Namen, damals unter dem Namen Dragonius Xartok,
hat geschrieben, super toll, klasse und weiter so wie immer, super Qualität und eine schöne Folge. Liebe Grüße, dein Drago. Damals anderer Name, deswegen Drago. Samba Lülek, super Video. Eine Frage an alle Vampir-Profis. Ja, da ging es so ein bisschen um eine Frage bezüglich Leichenwagen. Sehr schön, Samba Lülek. Auch jemand, den wir immer mal wieder zu Gesicht bekommen haben. Sehr, sehr schön. Genauso wie unser Wulfgar84 immer wieder mit am Start. Danke für die schöne Erklärung, gerne mehr davon. Danke, Wulfgar, dass du schon bei Folge 1 mit dabei warst. Er war auch schon vorher mit dabei und gerne, gerne unter den ganzen Infovideos geschrieben. Sehr, sehr cool. Old Boy Philosopher, jemand, der so viel Lore beigetragen hat. Unglaublich cool. Freut mich sehr, dass er auch schon unter Folge 1 dabei war. Und er hat geschrieben, die Vampirfürsten sind ganz schön heftig. Ich hingegen spiele gerade mit Kislev auf sehr schwer. Und das ist auch eine richtig gute Erfahrung. Ich kämpfe eigentlich im Norden, muss aber auch ab und zu Truppen in den Süden abziehen, damit Festus nicht meine Verbündeten überrollt. Also das Fitnessstudio muss dieses Wochenende mal ohne mich auskommen. Ich werd durchzocken. Sehr, sehr cool. Und er hat auch durchgezogen, auch bei uns. Sehr, sehr schön. Tourist Driver, hey, hab mir vor kurzem auch Total War gekauft. Hab nach ein paar Videos gesucht, um mir den Einstieg zu erleichtern. Dir beim Gameplay zuzuschauen, macht wirklich Spaß. Und nebenbei lerne ich auch noch was. Freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich, dass ich hier so, so liebe Nachrichten bekomme. Und das hat sich auch wirklich durchgezogen. Es gab natürlich mal die ein oder andere kritische Stimme. Es gab vielleicht auch mal jemand, der mit meiner Spielweise nicht so einverstanden war. Aber unterm Strich haben wir hier so eine Masse an Leute erreicht. Und wir haben so viele liebe, nette, warme Kommentare bekommen. Den ein oder anderen Sexbot vielleicht auch. Aber das ist wirklich richtig cool gewesen. Und es bringt mir bis heute noch richtig Spaß, in die Kommentare zu gehen. Und ich glaube, da kann nicht jeder YouTuber ein Lied von singen. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ich schaue mir gar nicht die Kommentare an. Oder es gibt sogar welche, die haben, also die ganz Großen, die haben Leute angestellt, die die Kommentare vorfiltern, wegen ihrer geistigen Gesundheit. Und das haben wir hier gar nicht. Das finde ich halt so richtig, richtig schön. Und deshalb auch ein ganz, ganz großes Dank an euch, dass ihr das möglich macht und die Kommentare immer so voll mit Liebe gestaltet. Das ist wirklich schön. Dennis to go, ihr alle kennt ihn aus der Skaven-Kampagne. Dort gab es eine Abomination zwischen Old Boy Philosopher und Dennis to go und es hieß Old Dennis Philosopher. Es macht richtig Spaß zuzuschauen und die Videoqualität ist einfach göttlich. Dennis to go, ich wünsche dir, falls du das sehen solltest hier, ganz viel Spaß bei Fire Emblem, denn das ist ein Spiel, welches er gerade ziemlich am Suchten sein sollte. Domi Tuma, witzig, Manfred war auch meine erste Wahl. Bin nun schon eine ganze Weile dran. Mittlerweile ist das Endgame-Szenario ausgelöst und Vlad ist im Militärbündnis. Endgame-Szenario auch bei uns mittlerweile ausgelöst und Vlad, ja, haben wir auch schon Honig ums Maul geschmiert. Die Frage ist, ob es bei uns zu einer Konföderation kommen wird. Ist nicht mein Fokus, wäre aber cool, wenn es klappen sollte. Einfach nur, damit wir es gemacht haben. Wie sie auch immer wieder mit dabei gewesen. Ich mag, wie immersiv du kommentierst, der hört und schaut man gerne zu, wenn du von Pilgerwegen und Feldzügen erzählst. Und ich erinnere mich noch gut, das müsste hier die erste Nachricht gewesen sein, die Visi an uns geschrieben hat. Sehr, sehr cool. Extra Schnitzel, auch jemand, eine ganz treue Seele bei uns und hat geschrieben, es war mir so klar, dass es einfach bockt, dir zuzuschauen bei Total War Warhammer 3. Freue mich auf die Kampagne mit dir, wenn ich selbst mal eine Pause vom Schlachten brauche. Und selbst bei der Langzeit kümmerst du dich um Karten. Ach, wir lieben, dank dir. Wir leben, dank dir, einfach im Luxus. Extra Schnitzel hat natürlich auch eine Erwähnung bekommen im Spiel mit der Banshee. Extra Schnitzeletter. Extra Schnitzel war zu der Zeit, würde ich behaupten, die aktivste Seele in den Kommentaren. Wahnsinn, Wahnsinn. Cool, dass er uns auch so lange noch erhalten geblieben ist. Michi 508, es müssen natürlich auch mal humoristische Kommentare dabei sein. Warum hören sich die meisten deutschen YouTuber eigentlich an, wie die Sprecher beim Kirmes-Autoscooter? Und schaut euch mal an, was ich darauf geantwortet habe.
denn Wallace habe deinen Kanal neu entdeckt. Sehr angenehme Stimme und durch die ruhige Art deines Streamings kann man das perfekt nebenher zum Arbeiten hören und gucken. Gleich mal abonnieren und wenn du einen Namen für einen müffelnden Untoten brauchst, well, gern den meinen nehmen. Und was eigentlich als Spaß begonnen hat, wurde zu einer großen Legende. Da kommen wir aber noch drauf. Dan Wallace von Karstein, natürlich ein Kommandant, der uns allen ans Herz gewachsen ist. Was für coole Stories wurden dort schon geschrieben, auch von Dan Wallace selber, der hier auch sehr, sehr gerne mal coole, coole Lore-Sachen mit eingestreut hat. Sehr, 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 sehr cool. Danke, Dan Wallace, dass du auch schon so lange mit dabei bist. Aber wir kommen später nochmal auf dich zurück. Ich schaue ja auch nochmal unter die Folge 100 nach. Nif Marv hat hier auch uns entdeckt bei Abo 997. Er hat geschrieben, danke YouTube für diesen Kanalvorschlag. Tolles Video mit super sympathischem Kommentar. Macht viel Spaß der Beginn. Gerade als Anfänger weiß man die vielen Details und Erläuterungen zu schätzen. Danke dafür. Ich schaue mal weiter rein in die Reihe. Oh, und nur ganz knapp an der 1000 vorbei. Naja, dann kann ich mich zumindest eines Tages damit schmücken, einer der alten Hasen von den guten alten Zeiten gewesen zu sein, bevor die große 1000 stand. Sehr, sehr schöner Kommentar, hat mich sehr gefreut. Und Nif Marv war dann auch eine ganze Zeit einer der aktivsten bei uns auf Twitch und hat auch erst vor einiger Zeit die ersten Plätze bei den Twitch-Chat-Statistiken leer gelassen. Also richtig cool, lieber Nif Marv. Solltest du das sehen, ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Iowen Benadar. Hey, auf welchem Monitor spielst du? Einfach nur eine Frage. Schön, aber auch Fragen mal ab und zu sehen. Freut mich natürlich auch. Also jede Art von Kommentar ist hier natürlich auch herzlich willkommen. Dann Royal R6 and More, also Rainbow Six und mehr. Fragt man sich, wer könnte dahinter stecken? Was ist das für ein Kommentator? Ja, wahrscheinlich jemand, der Shooter gerne mag, aber kaum einer könnte seine geheime Existenz erraten. Er hat eine ganz, ganz geheime Existenz. Kommt ihr drauf? Ich schau mal unter den Kommentaren dieses Videos, wer das sein könnte. Vielleicht hat diese Person ja den ein oder anderen akademischen Grad. Gerade zufällig gefunden und muss sagen, sehr angenehme Stimme. Vielen Dank, mein Lieber. Auch du schon ein langes, langes, wertvolles Mitglied unserer kleinen, kleinen Gemeinschaft. Galaktischer Sternkaiser von Rattalia. Sehr schön anzugucken, habe es mir heute gekauft, aber leider nicht beachtet, dass ja Warhammer 1 und 2 auch gebraucht werden für die Immortal Empires Kampagne. Das ist wirklich schade. Es gibt sogar eine Petition mittlerweile, dass das geändert werden sollte. Das schauen wir uns vielleicht auch mal die Tage an. Ja, ich überlege mir das mal. Galaktischer Sternkaiser von Rattalia, auch schön, dass du bei Folge 1 bereits dabei warst. Next Best Swordsman. Blitzschlag wurde mit Total War Warhammer 3 geändert. Es funktioniert hier deutlich anders als in Total War Warhammer 2. Leider ein Kommentar, welcher falsch ist. Aber ja, da gab es dann hier mal so ein bisschen Beef. Aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Wenn er es vielleicht nicht besser wusste, dann ist das in Ordnung. Hat wahrscheinlich auch nicht nochmal neu zu uns gefunden. Von daher haken wir das einfach mal ab. Joe Coffin. Oha, krass, du zockst auch Total War Warhammer 3. Da muss ich ja einfach ein Abo dalassen und dann auch noch Vampire. Sehr nice. PS, sogar mit Timestamps und alles am Vorlesen. Richtig nice, wenn man das mag. Joe Coffin ist damals über ein anderes Video auf mich aufmerksam geworden und ist dann natürlich auch direkt bei Twitch mit vorbeigekommen. Sehr cool, dass auch er immer noch mit dabei ist. Torbi Remcic. Du kommentierst deine Schlachten wie Carsten Soestmeier den Pferdesport bei Olympia. Ich weiß nicht, wer Carsten Soestmeier ist, aber Pferdesport ist vielleicht auch nicht ganz mein Geschmack. Aber auch ein sehr lustiger Kommentar, gefällt mir sehr. Hi, Frodo sagt, danke an den Algorithmus, deinen Kanal gefunden zu haben. Auch sehr, sehr cool gewesen, dass natürlich die ein oder anderen über den Vorschlag auf mein Video gekommen sind. Meistens sind es ja
Abonnenten, die meine Videos sehen, oder sie kommen über die Suchfunktion zu mir. Bei den Manfred-Folgen, gerade bei den ersten, war es so, dass YouTube das wirklich sehr, sehr stark vorgeschlagen hat. Das ist super, super cool gewesen. Prophet der Achten, auch jemand, den wir schon häufig gesehen haben. Alleine für das dreckige Zwerge geht mir weg damit, lasse ich dir ein Abo da. Der Rest des Videos ist natürlich auch toll. Danke fürs Hochladen, danke fürs Kommentieren. Ihr seht, wie schön hier auch die ganze Stimmung ist. Und hier ist auch nichts weggelöscht oder so, bis auf die Sexbots, die sind weg. Aber sonst bleibt hier auch alles stehen. Super, super cool. Super, super cool. Marvin Gran, ich finde es super, dass du alles so gut erklärst und Timestamps hast und dann noch diese angenehme Stimme. Zudem machst du dir den Aufwand, einen Cut zu setzen vor einer Schlacht, falls das wirklich ein Cut war oder einfach nur ganz schnell geladen. Das war wirklich ein Cut. Es lässt sich so sauber anschauen, man lernt viel dabei, vor allem wenn man neu in der Total War Warhammer-Reihe ist. Strategie, Geschichte und Pläne der Wirtschaft sowie Talentpunkte. Ich danke dir für diesen Riesenaufwand, den du für dieses Video geleistet hast. Ich danke euch, dass ihr dieses Video so zahlreich geschaut habt, kommentiert habt und geliked habt. Das ist wirklich eine ganz große Freude. Bananenbaum ist irgendwann dazugekommen. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge. Und hat sich dann irgendwann doch nochmal die Mühe gemacht, nochmal vorne reinzuschauen. Also vor 3 Monaten stimmt nicht ganz. Er war schon vorher mit dabei. Die Folge 1 hat er irgendwann nachgeholt. Fand ich auch sehr, sehr schön. Bananenbaum natürlich auch ein wichtiger Teil unserer kleinen Gemeinschaft. Auch auf Twitch gerne mal dabei. Sehr, sehr cool. Isobeutel. Auch jemand, den wir immer wieder mal sehen. Qualitativ eines der besten Let's Plays, die ich seit langem gesehen habe. Tolle Stimme, Begeisterung für das Game, anschauliche Erklärungen, insgesamt einfach mega unterhaltsam, richtig gut. Vielen Dank, lieber Isobeutel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sauron der Weise, richtig gutes Video von den Kommentierungen und alles. Im Warhammer-Bereich endlich mal ein Let's Play, was ich mir anschauen kann. Erinnert mich vom Stil auch ein bisschen an Writing Bull. Das nehme ich sehr, sehr gerne als, ja, als Kompliment. Writing Bull, auch ein Creator, den ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne geschaut habe. In letzter Zeit tatsächlich nicht mehr, aber demnach ist das ein sehr, sehr lieber Kommentar, den ich sehr, sehr gerne annehme. Solange er von der Rundendauer hier keine Vergleiche ziehen möchte. Project Ghost Cloud Cobain sagt, ich würde auch sehr gerne auf Legendär spielen, aber ich verliere schon dauernd auf Normal. Schönes Video, und da habe ich ihm was gesagt, was ganz, ganz klar ist und an alle rausgeht, die dasselbe Problem haben. Man soll sich da wirklich keine Gedanken machen, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, das ist gar kein Problem. Man muss manchmal bei so richtig komplexen Spielen auch erstmal reinkommen. Und der Sprung auf Legendär ist auch gar nicht mehr so groß, wie man am Ende denkt. Wenn man erstmal drin ist im Spiel, es verstanden hat, alle Kleinigkeiten so halbwegs auf die Reihe bekommt, dann kann man auch sehr schnell auf sehr schwer spielen. Wer sich sogar den ganz großen Aufwand machen will, sogar auf Legendär, aber dann gibt es natürlich auch so ein paar Quality of Life Verbesserungen nicht mehr. Wie zum Beispiel perfekte Sichtweite auf dem Schlachtfeld. Man kann nicht mehr pausieren, man kann nicht mehr auf Zeitlupe stellen. Da gibt es natürlich auch neben den Gameplay-Sachen, die schwerer sind, auch Quality of Life Sachen, die verschlechtert werden, weshalb man sich das nicht unbedingt antun muss. Aber der Sprung von leicht auf sehr schwer ist in diesem Spiel meiner Meinung nach geringer als in vielen, vielen anderen Spielen. Hu Tao, hi, wegen dir habe ich mir das Game gekauft. Ich mag deinen Content. Vielen Dank, das freut mich natürlich auch mal zu hören, wenn meinetwegen Spiele auch gekauft werden. Das ist so cool zu hören, wenn man weiß, man hat hier gerade jemanden beeinflusst, eine gute Entscheidung zu treffen. Denn das Spiel ist in meinen Augen wirklich eines der besten Entscheidungen, die man treffen kann. Es ist schwierig, es ist komplex, man kommt schwer rein. Gerade als Anfänger und Neueinsteiger, gerade wenn man vielleicht auch noch nie vor einem Total War Teil gespielt hat. Es ist aber so cool, wenn Leute sich dann rantrauen, sich reinbeißen und wenn ich vielleicht sogar verantwortlich dafür bin. Also das ist wirklich super, super schön. Bärmännchen, super Let's Play, als wäre man live dabei. Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Direkt abonniert. Bärmännchen, vor 13 Tagen ist er hier auf uns gestoßen.
und ist mittlerweile auch schon sehr, sehr aktiv bei uns mit dabei. Er ist auf dem Discord-Server mit dabei. Er hat unter viele, viele Videos auch schon kommentiert. Bärmännchen, schön, dass du da bist. Und natürlich auch auf Twitch. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du jetzt hier schon ein so tolles Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft geworden bist. Das waren sie. Das waren alle Kommentare von Folge 1 mit Manfred von Karstein. Und jetzt gab es natürlich auch die Folge 100. Und in der Folge 100 haben wir natürlich auch so ein bisschen gefeiert. Ich habe am Anfang so ein bisschen gesungen für euch, das muss man sich nicht unbedingt antun, aber ihr habt dann natürlich auch richtig Party gefeiert in den Kommentaren. Und da möchte ich auch gerne nochmal mit euch durchgehen, denn hier haben sich auch von den Namen, ja, ein paar neue Leute eingeschlichen, die heute eine ganz besondere Rolle für uns spielen. Und es haben sich auch Namen eingeschlichen, die wir eben schon gesehen haben. Deswegen finde ich diesen Vergleich auch cool. Total Rot! Jemand, der heutzutage eigentlich unter jedem Video zu finden ist, ist natürlich auch bei der 100. Folge mit dabei. Ich weiß gar nicht, wann Toter Rot bei Warhammer 3 bei unserer Kampagne eingestiegen ist. War es auch schon Folge 1 und hat nicht kommentiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mich nicht an den Tag erinnern, an dem er nicht kommentiert hat. Also Toter Rot, ganz großes Dankeschön an dich, dass du hier wirklich die Fahne der Loyalität und Solidarität hochhältst und wirklich immer mit dabei bist. Super, super cool. Und wer noch dabei ist, nicht als eigener Kommentar, sondern als Kommentarskommentar, unser lieber Zoggen. Und Zoggen ist natürlich auch jemand, der mittlerweile fast unter jedem Video dabei ist. Bei Warhammer 3 dabei, bei Mad Games Tycoon 2 dabei. Schaut sich auch gerne andere Spiele von uns an. Sehr, sehr cool, Zoggen, dass du auch schon so lange so aktiv mit dabei bist. Freut mich sehr. Was mich natürlich auch sehr freut, ist unsere liebe Cartoony hier zu sehen, die hier auch richtig, richtig wichtig für uns geworden ist. Und sie müsste auch eine der ersten Abonnenten von uns gewesen sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste Cartoony unter den ersten 100 gewesen sein. Cartoony, großes Dankeschön an dich. Gerade in den Streams bist du eine große Stütze, bist du die gute Seele im Chat. Vielen Dank, dass du auch schon so lange mit dabei bist, so viel Liebe, so viel Leidenschaft mit reinbringst und sogar bei Warhammer 3 einschaltest, obwohl das nicht deine Nische ist. Super, super cool. Cartoony, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Fabian Brust, ich wollte dir mal ein Kompliment machen, wie detailliert du alles anschaust und entscheidest. Ist fast mehr ein visuelles Buch als ein Game. Liebe Grüße aus Luzern, mach weiter so. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine lieben Worte und danke für, ja, wahrscheinlich auch bei dir, 100 Folgen Manfred von Karstein. Wie cool ist das bitte? Und ganz, ganz liebe Grüße zurück nach Luzern. Sehr schön, dass du dabei bist. Wir haben ihn gerade angesprochen, Bärmännchen, relativ neu bei uns, aber konnte sich natürlich nicht unseren Gesang entgehen lassen und die Folge 100. Ist noch nicht ganz dort angekommen, aber schön, dass du hier bist. Freut mich wirklich immer sehr, dich zu lesen. Kim Jong-un, auch eine Person, die wir hin und wieder mal hier gesehen haben. Allgemein muss man sagen, hier in diesem Kommentare-Spezial kommen ganz viele coole, nette, wichtige Personen aus dem täglich angespielt Kosmos gar nicht vor. Weil sie nicht unter Folge 1 und nicht unter Folge 100 kommentiert haben, aber sie waren immer dabei, sie haben vielleicht alle 3-4 Folgen nur was geschrieben, also viele Menschen werden hier gar nicht berücksichtigt und ich kenne euch, ich weiß, dass ihr dabei seid und ich bin euch super, super dankbar. Also bitte nicht falsch verstehen, dass wir jetzt wirklich nur die Leute uns anschauen, die in Folge 1 und 100 dabei waren, aber ansonsten würde es hier natürlich den Rahmen sprengen, wenn wir wirklich, ja, mehrere Videos durchgehen würden. Ich glaube, 1 und 100 ist schon ein ganz cooler Durchschnitt, vor allem, weil man so ein bisschen nostalgische Sprünge auch machen kann. Also Kim Jong-un, vielen Dank, dass du auch mit dabei bist, dass wir dich immer wieder mal lesen dürfen. Und er sagt, Respekt, wie viel Mühe du dir jede Folge gibst.
und wie viel Liebe du in alle steckst. Danke für 100 grandiose Folgen und für deine endgeile Stimme. Vielen Dank für deinen endgeilen Kommentar, Kim Jong-un. Sefiko Gray ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Stützpfeiler für uns. Sefiko ist natürlich bei uns auch bei jedem Stream mit dabei. Vielen Dank, dass du uns auch schon so lange verfolgst, hier wirklich immer als Stütze dabei bist und wir immer auf dich zählen können. Sefiko, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben Dan Wallace bereits angesprochen und hier kommt die Mordsnachricht von dem lieben Dan. Und es sind so liebe Worte, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr könnt es euch ja durchlesen, wenn ihr Interesse dran habt. Er hat ja auf jeden Fall geschrieben, dass er es auch eher als Spaß gemeint hatte, als er gesagt hat, ja, falls du mal einen Müffel einen Untoten benennen möchtest, nimm doch meinen Namen. Ja, und dann ist er es geworden. Und was sind für Geschichten daraus entstanden? Was für tolle Geschichten? Was hat denn Wallace selber hinzugefügt an Lore-Beiträgen und so weiter und so fort. Wir hatten so eine coole Zeit. Dan Wallace ist zu so einem legendären Kommandanten geworden und Dan Wallace als Person zu einem ganz, ganz, ganz tollen Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft, der mit seinem Feuerschwert auch gerne mal durch Discord durchflügt. Super, super schön, was wir nicht alles schon gemeinsam erlebt haben. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass er hier auch nochmal ein paar tolle Personen aus dem Kosmos von uns bedacht hat und ja, so viel Liebe da lässt. Und die Liebe ist natürlich ganz seinerseits und hier gibt es natürlich auch ganz viel Liebe, die zurückgegeben wird. Das freut mich natürlich auch immer sehr zu sehen, wie ihr dann untereinander agiert und untereinander viel, viel Liebe da lasst. Das sehen wir auf Discord, das sehen wir in den Kommentaren. Jetzt hatten wir ein Video hochgeladen mit Tortuga. Da habt ihr auch wirklich die Kommentare abgerissen. Ich sitze dann hier wirklich grinsend vor meinem Monitor und kann es kaum glauben, was wir hier für tolle Leute versammeln konnten. Das ist wirklich alles andere als selbstverständlich und bedeutet mir so, so unfassbar viel. Danke, Dan Wallace, dass du natürlich auch dafür ein wichtiger Standpfeiler bist. Bananenbaum. Wir haben ihn unter Folge 1 gesehen. Wir sehen ihn unter Folge 100. Er sagt Folge 100 und fast jede geschaut. Immerhin ehrlich, er war nicht bei jeder Folge dabei. Aber das muss man ja auch gar nicht. Und es ist wirklich eine ganz, ganz große Freude für mich, dass er sowieso gesagt hat, okay, ich gehe nochmal in Folge 1 zurück und schaue da nochmal rein. Obwohl er irgendwann eingestiegen ist und dann ab da chronologisch geschaut hat. Dass er dann überhaupt sich nochmal die Mühe macht, auf Folge 1 zu gehen, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und er sagt, und dazu noch ein banantastisches Lied obendrauf, da wird ja jede Banane braun. Bananenbaum, super cool, dass du auch schon so lange mit dabei bist. Und was ich auch mal cool fand, war, dass mir jemand geschrieben hat, dass er die gesamte Kampagne nochmal von vorne geschaut hat. Also irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, das tut mir wirklich ganz, ganz doll leid. Falls du das hier siehst, schreib das gerne nochmal unten in die Kommentare, dann weiß ich es wieder. Also wenn ich den Namen lese, dann weiß ich sofort wieder, wer das war. Aber manchmal ist es schwierig, das alles genau zuzuordnen. Der gesagt hat, ich habe mir jetzt wirklich nochmal die gesamte Kampagne gegeben. Das fand ich so witzig und so cool. Vielen Dank, Bananenbaum, dass auch du schon so lange dabei bist. Solaito hat gesagt, diesem Intro will ich folgen, dieses Intro will ich cringe nennen. Naja, mein Gesang darf man ruhig cringe nennen, ich habe es glaube ich selbst in den Timestamps genannt. Vielen Dank, Solaito, dass auch du schon so lange mit dabei bist. Solaito ebenfalls ein ganz tolles Mitglied unserer großen Gemeinschaft. Es sind so viele, die wir hier heute schon vorgelesen haben. Es ist halt wirklich schwierig, jedem die Wertschätzung zu geben, die er verdient hat, weil wir hier so viele tolle Menschen haben. Ihr kriegt ja jetzt einen kleinen Eindruck davon, wie es ist, aber wie gesagt, es werden auch viele Leute heute gar nicht angesprochen, die sonst halt unter anderen Videos kommentieren, die vielleicht auch nur alle 3, 4 Folgen mal kommentieren. Aber ihr seid alle gemeint, wenn ich hier diese Dankessagung aufführe. Das ist wirklich ganz, 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 ganz cool. Und bei Solaito hat es mich natürlich auch besonders gefreut, dass er gesagt hat,
dass er eigentlich nicht kommentiert. Und wir haben Soleite schon sehr häufig bei uns in den Kommentaren gehabt, unter Videos, unter unseren Beiträgen, auf dem Discord und natürlich auch auf Twitch. Soleite, das hat mir wirklich viel bedeutet, dass du sagst, ich bin eigentlich keiner, der kommentiert, aber hier habe ich es gemacht. Hier habe ich es gemacht und das ist natürlich eine ganz besondere Ehre. Vielen Dank dafür, das ist so, so cool. Und Dan Wallace kommt hier noch mit einem obligatorischen Roleplay-Post. Damit beenden wir aber heute die Folge. Das heißt, die überspringen wir und müssen natürlich auch auf unseren lieben Satyrius eingehen. Denn Satyrius ist auch eine ganz, ganz treue Seele, die auch schon so lange jetzt mit dabei ist. Wow, Satyrius. Ich weiß gar nicht, wann du dazugestoßen bist. Du sagst Folge 3. Hattest du unter Folge 3 schon kommentiert? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, müsste man mal nachschauen. Aber ich kann mich auch bei dir nicht dran erinnern, dass du noch nicht dabei gewesen bist. Also hättest du nicht gesagt, es wäre Folge 3, sondern hättest gesagt Folge 1. Und hätten wir jetzt gerade nicht die Folge 1 Kommentare gelesen, hätte ich auch schwören können, dass Satyrius auch unter Folge 1 schon mit dabei gewesen wäre. Auch auf Twitch, einer der längsten Abonnenten bei uns. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile im 5. Monat zusammen. Das ist so cool. Das ist so cool. Und Satyrius hat sich auch nie lumpen lassen, ist immer mit dran geblieben, ist immer dabei geblieben und ist auch immer mit dabei. Auch wenn es kein Wollmer 3 gibt. Das freut mich natürlich auch, wenn wir hier Personen haben, die wir auch in andere Projekte mit reinziehen können und auch dort gemeinsam Spaß haben können. Das ist immer sehr, sehr schön für mich, aber Wollmer 3 wird natürlich weiterhin einen wichtigen Teil ausmachen, denn die Tote War-Serien sind meine Lieblingsspiele schon immer gewesen, seit meiner Kindheit, Jugend ungefähr. Und demnach wird es hier natürlich auch immer Tote War-Content geben, aber es wird auch andere Projekte geben. Und dann freut es mich natürlich immer sehr, wenn wir euch dann auch dort begrüßen können. Danke, 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 sagt Satyrius, aber ich muss danke, danke, danke an dich sagen. Und du sagst danke für den tollen Platz in dieser fantastischen Community. Und ich kann euch nur danke sagen, dass ihr diese kleine Gemeinschaft erst aufgebaut habt. Ich mag das Wort Community eigentlich nicht so gerne. Ich nutze es eher ungern oder mit einem Grummeln im Bauch, weil sich das immer so hochgestochen anhört, finde ich zumindest. Aber kleine Gemeinschaft ist eigentlich genau das, was es trifft. Wir sind eine Gemeinschaft aus Personen, die sehr ähnliche Interessen haben, die toll miteinander umgehen und interagieren, die sich gegenseitig unterstützen, die gemeinschaftlich nach vorne schauen und die ganz, ganz viel Spaß haben, die gehobene Unterhaltungskunst gemeinsam zu frönen. Das ist so cool. Und ich danke euch dafür, dass ihr den Grundstein für diese Gemeinschaft gelegt habt. Das ist so schön. Und ihr seid natürlich auch jederzeit in unserem Discord-Server eingeladen. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Und dann haben wir hier natürlich noch unseren lieben Jorik Aurelius. Hochgeschätzter Freund, Strategiekollege und Vampirfürst. Danke für wunderbare 100 Folgen Warhammer 3 mit Manfred von Karstein. Tollen Streams auf Twitch und bisher vielen gemeinsamen Kooperationen. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten 100 Videos von dir. Ob es noch 100 Videos Manfred gibt, ich wage es zu bezweifeln. Ein kleines Trinkgeld für einen Krug Met habe ich dir mitgebracht. Glückwunsch für deinen Meilenstein. Gehab dich wohl. Dein Jorik Aurelius. Und hat hier auch noch ein bisschen was in den Klingelbeutel reingeworfen. Vielen Dank, lieber Jorik Aurelius. Hat mich sehr gefreut, natürlich dich auch mal wieder bei uns zu sehen. Auch jemand, der schon ganz, ganz lange mit dabei ist. Fast von Anfang an. Und dann freut es mich natürlich auch, wenn wir den lieben Jorik bei uns sehen, auch auf dem Discord natürlich sehr aktiv, hat auch seinen eigenen Kanal, ihr kennt ihn sicherlich alle, und ist auch bei uns Kanalmitglied, das sehen wir hier an diesem wunderschönen Banner, an diesem wunderschönen Schild hier. Jorik Aurelius, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, das freut mich wirklich sehr. Und dann gehen wir jetzt hier auf den Rollenspiel-Post von Dan Wallace ein. Wir haben es angesprochen. Dan Wallace ist jemand, der wie Oldboy Philosopher oder auch unser Satyrius
ganz gerne mal ein bisschen Lore mit reinbringt und demnach auch das Ganze ganz anders am Leben hält, als wenn ich nur so spielen würde, weil ihr eure ganz eigenen Geschichten drumherum weben könnt und das ist super, super cool. Demnach schauen wir uns das einmal an. Ich habe es leider nie geschafft, alle Lore-Beiträge mit reinzubringen. Einerseits, weil ich nicht die Let's Plays zu sehr auseinandertreiben wollte. Ich habe natürlich auch am Anfang mal was mit reingebracht oder was erzählt oder auch einen Lore-Beitrag mit reingebracht. Aber wäre das zu frequentiert, glaube ich, würde es vielleicht so ein bisschen rausreißen. Gerade, wenn ich ein bisschen vorproduziert habe und der Post nicht mehr hundertprozentig aktuell ist. Deswegen habe ich es immer so gemacht, dass ich in jedem Fall diese Lore-Posts angeheftet habe, dass jeder, der die Folge liest, sofort den Lore-Post sich anschauen kann. Und das finde ich wirklich cool. Dass jeder, der die Folge sieht, dann sich auch ein bisschen die Lore dazu durchlesen kann. Deshalb ganz großes Dankeschön an alle, die die Lore geschrieben haben. Ich weiß, Pokémon-Fähnchen hatte auch mal einen Lore-Beitrag gemacht. Also es gab hier schon den ein oder anderen, der was reingeschrieben hat. Auf dem Discord haben wir auch einen coolen Lore-Beitrag. Also das ist schon immer sehr, sehr cool. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich es nicht in jede Folge mit reinbringen kann. Dan Wallace sagt, obligatorischer RP-Post. Was eine lange, gefährliche und blutige Reise voll Seltsamkeiten dies gewesen war. Rasten die Gedanken des Vampirfürsten nur so durch die verfaulte Masse, die einstmals ein Gehirn gewesen war und nunmehr vor allem durch den Helm zusammengehalten wurde. Obschon er es hasste, auf Schiffen zu sein, konnte er nicht umhin wenigstens einen Hauch von grimmiger Freude zu spüren. Obschon dies auch einem Sarg mit heimischer Erde liegen konnte, in welchen er sich zum düsteren Grübeln verzogen hatte. Und der mit Hilfe einiger geraubter Echsen-Slan-Zauber zum Schweben gebracht werden konnte, ein durchaus formidables Rettungsboot sollte dieser ächzende alte Karren aus Vampirküstenbeständen sinken. Denn Wallace von Karstein kam es vor, als würde dieser Feldzug bereits 100 Jahre andauern. Doch war er mehr als bereit, weitere 100 zu investieren, denn seine Pläne kannten nunmehr kein Halten und seine Ambitionen keine Grenzen mehr. Von dem Moment an, als er den Vampirkuss des Todes durch die Karsteins empfangen hatte, fühlte er dieses eine Gefühl. Die einzig verbliebene Emotion, die nun sein ganzes Handeln, Wirken und vor allem seine Pläne beeinflusste und prägte. Tief in seinem schimmlig schwarzen Herzen wusste er, was er zu tun hatte, und nun, da Manfred von Karstein ihm die Elite der Armee anvertraut hatte, war das Ziel zum Greifen nahe. Wieder einmal. Denn so wie das Imperium der Enklave der Karsteins wie brandende Wellen an einem Strand der Vampirküste immer wieder an Größe verloren und gewonnen hatte, so war der Sieg seiner dunklen Ziele immer mal wieder herangerückt, nur um ihm dann wieder entzogen zu werden. Seien es durch Befehle von Manfred, Intrigen Isabellas, ekelhafte Echsen oder unerträglicher sonnenzerfetzter Mumien. Ganz zu schweigen von den ihm verhassten Zwergen, die all das repräsentierten, was ihm zuwider war. Und doch war es ihm in diesen unzähligen Monden des Schlachtens und Reisens gelungen, seinen Ruf als Logistiker und Lakai hinter sich zu lassen. Er hatte den legendären Strigoi Milo Braun überlebt und dessen Leiche, die essentiell für seine Pläne waren, verloren. Er hatte den Hochelfengeneral um ein Geheimnis betrogen und eine Spur erhalten, die ihn in bluttriefenden kleinen Pfützen Richtung Echsenstädte führten. Dort, wo die Wogen des Krieges immer wieder brandeten und brannten, da die Stadt Antoch so schnell ihre Besatzer wechselte, waren Nachforschungen nach dem Leichnam Milos schwer. Und doch konnte er ein weiteres Mal unter großen Opfern triumphieren. Während die Stadt abermals an die Echsen fiel, konnte er in den unterirdischen Kavernen endlich die Leiche bergen, die nun einem Sarg aus eingeschmolzenem Zwergengold das am besten bewachte Objekt seines Heerwurms war. Seine besten Banshees, die ihn sonst des Nachts mit schreiendem Gesang unterhielten, hatte er abgestellt, den Karren zu bewachen, der von zwei besonders gefräßigen Flederbestien bewacht wurde. Und nun, da er die Festung der Morgendämmerung geschliffen hatte und sich mit allerlei Ritualingredienzien hatte ausrüsten können, kam ihm das neu eroberte Banner der Waldläufer wie gelegen. Immerhin lag sein letztes Ziel nun mitten in der Chaoswüste.
Denn Wallace war siegessicher und grinste mit dem lippenlosen Maul aus Zähnen, als er die Faust triumphierend in den Himmel hob. Nun fehlte nur noch das Skalpell aus Knochen aus dem unheiligen Schatz des Schädelschnitzers. Dann konnte er seinen finalen Plan durchführen. Verflucht sein Manfred oder Isabella, sollten sie ihm dann in den Weg kommen. Er trat nach draußen und fand dort seine beiden engsten Berater und Meisterstrategen vor. Naka, die verspielte Banshee, die mit Vorliebe Leichen wie Puppen anzog, oder manchmal umgekehrt, und den stets schweigenden Kevin von Leutstein, dessen Stimme ähnlich seines Lebensfunkens wohl viel zu früh von dieser Welt gerissen wurde. Naka hatte wie stets beste Laune, als sie an ihrer Rüstung fehlerhafte Teile erneuerte und dabei in seltsamem Singsang melodisch die unheimlich glockenhelle Stimme erscheinen ließ. Karstein repariert, Karstein tauscht aus. Dann, mit nicht zu unrecht gewissem Stolz, hielt sie ihre reparierte Rüstung hoch, sehr zum Gefallen ihres skelettierten Hofstaates, der begeisternd klappernd applaudierte. Setz die Segel, Genossen, damit uns Manfreds Boote nicht finden. Ich habe ein neues Ziel. Wir plündern den Bau des Schädelschnitzers und erstreiten uns die letzte Zutat. Ding, ding, ding! Mit Folge 100 wurde folgender Content freigeschaltet. Dynamisch, alles noch schwerer gestaltende Rollenspielkampagne, fast noch weniger Möglichkeiten und Entscheidungen als das typische Telltale-Game. Kampagnenziele fürs RP. Storage-Strang, loyaler Dan Wallace von Karstein. Das ist die erste Möglichkeit, die uns hier erwarten kann. Dafür brauchen wir eine Einheit namens Rote Schlechter, der bei Dan Wallace dient. Und wir müssen eine Ortschaft rekrutieren bzw. erobern, die den Namen Bleibe des Schädelschnitzers trägt. Dann gibt es noch die Intervention von ganz woanders. Nur die Ortschaft wurde erobert und es wurde nicht eine Einheit namens Rot der Schlechter rekrutiert. Interessant wäre es auf jeden Fall, was dann hier passieren würde. Oder Storystrang verärgerter Dan Wallace von Karstein. Keines der Ziele wurde binnen dreier Videos in Angriff genommen. Und das finde ich richtig spannend. Ich finde das richtig cool von der Idee, dass wir jetzt sagen, wir haben noch so unsere letzten Ziele, unsere letzten kleinen Ziele, aber versuchen so als Nebenquest hier auch nochmal so kleine RP-Kampagnenziele einzubauen. Und zwar ist unser Ziel natürlich dieser Story-Strang, loyaler Dan Wallace von Karstein. Dafür brauchen wir dann einmal Rote Schlechter. Ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht, weil wir haben nicht die Gebäudegruppen dafür. Und wir müssten eine Ortschaft erobern. Das könnten wir hinbekommen bei Tian Nguyen. Das könnte dann Dan Wallace auch höchstpersönlich machen. Wäre natürlich auch schlau, weil wie soll er sonst plündern, wenn Manfred den schwarzen Tempel einfach umbenennt? Nein, nein, also da werden wir definitiv das mit Dan machen. Das wäre realistisch. Das könnten wir angehen. Aber ob wir das schaffen innerhalb drei Folgen, weiß ich nicht. Aber es heißt ja auch nur in Angriff genommen. Also vielleicht reicht es ja, wenn wir das planen. So, müssen wir uns mal anschauen. Also hier wollen wir natürlich den Storystrang loyaler Dan Wallace von Karstein. Ob das möglich ist, weiß ich noch nicht. Intervention von ganz woanders wird wahrscheinlich möglich sein, wenn nicht viel schief geht, denn sonst hätten wir einen verärgerten Dan Wallace von Karstein. Und dann bin ich sehr gespannt, was dann bei rauskommen wird. Das machen wir und deswegen habe ich auch gesagt, top, die Wette gilt. Und damit endet unsere Sonderfolge. Damit endet unsere Folge Manfred korrumpiert Kommentare. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass wir hier weiterhin viel, viel Spaß miteinander haben werden. Es wird noch ein paar Folgen geben. Morgen geht es mit Gameplay weiter. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Ich danke jedem Einzelnen von euch, der diese Reise mit angegangen ist. Wir haben gestartet bei 14.739 Personen, naja, mittlerweile zumindest, die sich Folge 1 angeschaut haben. So unfassbar cool, damit mit Abstand unser erfolgreichstes Video. Und heute sind immer noch, naja, auf diesem Video 320 Leute da. Das ist unglaublich für mich. Das ist wirklich unglaublich. Ich danke euch, dass ihr da seid, dass ihr so viel Liebe in den Kommentaren da lasst. Wir sind jetzt hier bei 31. Dazu zählen natürlich auch meine Kommentare und hier die Liebesbekundung
hier drunter bei solchen Sachen, aber 31 Kommentare ist schon ein ganz schönes Brett. 26 Likes, fast bei 10% Likes. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie viel Liebe ihr hier lasst. Ich würde es auch weitermachen, wenn wir nur 20 wären. Natürlich würde ich es weitermachen. Aber es ist natürlich auch für mich eine große Freude, wenn ich sehe, dass wir hier so viel Liebe und Miteinander haben und wir gemeinsam so viele Leute sind, die einfach ihre Begeisterung für das Spiel ausdrücken wollen. Und das bedeutet mir unfassbar viel. Unfassbar. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, auch an jeden Einzelnen, der heute nicht persönlich in diesem Video angesprochen wurde. Mir fallen jetzt ad hoc mindestens 10 Leute ein, die man definitiv noch hätte ansprechen müssen, wenn wir hier ja alle besonderen Personen ansprechen wollen. Aber das große Problem ist, man kann einfach nicht auf alles eingehen. Man kann es einfach nicht. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal dabei belassen. So hatten wir ein gutes Korsett, an das ich mich halten konnte. Aber es ist natürlich jeder Einzelne gemeint. Auch jeder, der vielleicht von Folge 1 dabei war, das wird es sicherlich auch geben, und noch nie kommentiert hat, von dessen Existenz ich gar nichts weiß. Vielen Dank, dass auch ihr dabei seid. Die sogenannten Lurker, wie man jetzt vielleicht bei Twitch sagen würde, aber auch hier auf YouTube trifft das, glaube ich, ziemlich gut zu. Natürlich gibt es Leute, die einfach keine Lust haben zu kommentieren, denen es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, die sich einfach zurücklehnen, einen schönen Kakao trinken, Keks essen und einfach nur Spaß haben wollen. Auch an euch. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Auch das bedeutet mir viel und auch euch habe ich ganz, ganz besonders auf dem Schirm. Lasst diesem Video doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Ich weiß, es ist ein Sondervideo, ich weiß, es wird nicht so viel interessieren. Dennoch freut es mich natürlich, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Liebe da lasst. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit Gameplay. Dann geht es weiter mit Folge 101 und dann schauen wir mal, ob wir das Rollenspiel-Szenario ja mehr oder weniger gut umsetzen können. Bis ganz bald, ihr Lieben.